Hi Leute, Tobi hier. Ich wollte heute mal ein Video zu machen zum Thema heilige Geometrie, Zahlen und wie eigentlich alles miteinander verbunden bzw. alles aus einer Struktur aufgebaut ist. Das ist einfach ein Thema, womit ich mich gern befasse und immer wieder nebenbei mit befasst habe. Unter YouTube findet man gute Videos, heilige Geometrie. Von Andreas Beutel zum Beispiel, der hat sehr gute Vorträge, der hat das Pythagoras-Institut in Dresden gegründet. Und ja, auf YouTube kann man von dem eben sehr gute Vorträge über heilige Geometrie anschauen. Und das würde ich einfach jedem ans Herz legen und empfehlen, einfach mal so ein paar Videos von dem anzuschauen. Es wird einem einfach so viel klar und man kann einfach eine andere Denkweise lernen wieder. Man nennt es auch senkrechtes Denken. Das heißt, normalerweise denkt jeder normale Mensch heutzutage in Gesellschaft immer mit der linken Gehirnhälfte, also der rechten Körperhälfte zugeordnet, männliche Seite, die einfach dem aktiven, direkten, logischen Denken, analytischen Denken zugeordnet ist, wo man einfach alles einfach in eine horizontale Ebene einordnet. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich ordne alles in was weiß ich, Steine, dann habe ich da Diamanten, da habe ich die anderen Steine. Oder ich sage jetzt, ich habe die Gruppe von Menschen, darunter fällt Chinesen, Japaner, Deutsche, was auch immer. So kann ich die Welt einordnen oder ich kann eben auch die Welt senkrecht einordnen in diese Strukturen und das kann ich eben dann machen. Ich kann das dann gliedern, wie ich möchte. Ich fange dann erstmal an. Es ist einfach wichtig, das Denken zu entwickeln und es gibt gute Bücher drüber von Rüdiger Dahlke, gibt es zum Beispiel ein Buch mit jemand anderem hat er noch geschrieben, ich weiß den anderen Namen jetzt nicht. Aber beim senkrechten Denken geht es eben darum, dass du alles in... Es ist eher ein bildhaftes Denken, es ist nie ein eindeutiges Denken und es ist einfach ein Denken, wo alle großen Erfinder, alle Genies hatten dieses traumhafte, bildhafte Denken. Ja, zum Beispiel alle modernen Kunststoffe beruhen darauf, dass, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber der Chemiker, der den Benzolring entdeckt hat, worauf die Kunststoffe eben beruhen heutzutage, hat im Traum einfach das Bild von einer Schlange gesehen, die sich selber in den Schwanz beißt. Und dadurch ist er eben zum Beispiel auf diesen Benzolring gekommen. Oder Einstein hat ja immer auch schon gesagt, das war nicht sein trockener Intellekt, sondern einfach seine Fantasie, die ihn zur Relativitätstheorie gebracht hat. Und jeder Denker und alle Universalgenies haben immer in diesem bildhaften, senkrechten Denken gedacht eben. Leonardo da Vinci, all diese ganzen Universalgenies, Pythagoras. Es ist ein sehr bildhaftes, urprinzipielles, archetypisches Denken, wo man auch ganz andere Verknüpfungen dann eben schaffen kann. Und da kann man dann eben anfangen, es einfach zuerst in männlich-weiblich zu gliedern zum Beispiel. Männlich ist das Aktive, Direkte, weiblich ist eben passiv. Passiv geschwungen, deswegen haben sich auch die großen Künstler immer mit Zirkel und Lineal abbilden lassen. Lineal ist das männliche, aktive, direkte und der Kreis ist eben das weibliche. Und ja, man muss immer durch dieses Denken, kann man eben dann andere Analogieketten schaffen, wie zum Beispiel Wasser, Blau, Seele und so weiter. Wasser ist das Element der Seele. Es schwingen immer die Gefühle mit und ja, oder dann eben, was weiß ich, Rot, Stier, Aggressivität. Es sind einfach Sachen, die eindeutig miteinander verknüpft sind. Rot bewirkt einfach eine Aggressivität und eine gewisse Aktivität und man muss es nicht als Aggression, man könnte es auch als Courage, Zivilcourage, ist einfach, ja, das mutige Angehen der Dinge ist so das Prinzip. Und man kann es dann eben zuerst ganz einfach, umso einfacher man gliedert, umso effektiver ist es in einem,
Aber umso weniger kann man eben auch unterscheiden. Aber man kann zum Beispiel anfangen, es in männlich-weiblich zu gliedern. Und man sieht es einfach überall. Was brauche ich zum Beispiel, um mich fortzubewegen? Ich brauche immer die Verbindung zwischen männlich und weiblich. Um eine gerade Bewegung nach vorne zu bekommen, brauche ich immer die Verbindung zu dem Weiblichen, zu dem Runden. Wenn ich meinen Körper fortbewege, die Gelenke, meine Füße machen immer eine runde Bewegung, eine Kreisbewegung um die Gelenke und dadurch kriege ich die Bewegung nach vorne. Und ja, so kann man sich dann durch dieses Denken einfach ganz andere Sachen erschließen. Was bringt mir dann dieses horizontale, dieses einordnende Denken in, was weiß ich, in Schubladen, wo dann einfach nur, damit entdecke ich nichts Neues, dadurch komme ich auf keine Sachen, das ist einfach nur stupides Auswendiglernen, das kann ich mit einem Computer, kann ich eintippen und suchen, was das dann ist. Das bringt mich nicht weiter, das gibt mir einfach nichts, so kapiere ich die Welt nicht. Und dieses senkrechte Denken, beziehungsweise dann auch über die Geometrie, über die Zahlen, kann ich einfach alles mir erschließen, wie die ganze Welt aufgebaut ist, über Samen des Lebens, Frucht des Lebens, über diese Geometrien, wo ich dann auch nochmal ein Video, Link unter das Video hier setzen wollte und könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde es einfach sehr interessant und man kann sich dadurch so viel mehr erschließen von der Welt, wie die Welt strukturiert ist. Und ja, du hast einfach überall die gleichen Strukturen. Du hast, sehe ich zum Beispiel in einer Gurke die gleiche Dreierstruktur in der Mitte wie in einer Banane. Du findest überall in den Früchten, in allem wieder die gleichen Strukturen wie im Äußeren auch. Und so kann man auch die Religion dann verstehen über die Zahlen. Jede Religion basiert eigentlich auf einer Dreigliederung. Die Dreigliederung ist einfach gibt eine gewisse Stabilität. Die Zahl 3 ist zum Beispiel, ich habe jetzt Bauingenieurwesen studiert, da haben sie einem auch im Studium gesagt, Dreieck ist einfach die stabilste Form. Dreieck ist die einzige Form, die du bilden kannst. Wenn du zum Beispiel 3 Stäbe hast und die gelenkig verbindest, mit einem Gelenk 3 Stäbe verbindest, dann kann sich da nichts mehr bewegen. Das ist stabil. Sobald ich 4 habe und es gelenkig verbind, gelenkig lager, dann kann das zusammenklappen. Oder 5, egal was. 3 ist einfach die Stabilität. Und so kann man sich ganz andere Sachen erschließen und durch dieses Denken auf ganz andere Punkte kommen. Und Zahlen sagen einfach so viel mehr aus. Und ja, die Welt, man kann sich vorstellen, ist auch wie eben eine Matrix aufgebaut. Und es ist wie mit dem Computer auch. Beim Computer, sie besteht eigentlich, Computer am Anfang nur aus Einsen und Nullen. Nur aus Ja und Neins. Und dann gliedert sich's weiter. Am Ende habe ich dann eben diese Fläche mit dem Bildschirm, wo ich dann alles wahrnehme. Den Computerbildschirm, den ihr gerade seht. Ja, es besteht nur aus Einsen und Nullen. Ganz einfach. Und dann untergliedert sich's weiter. Und so ist es genauso mit der Welt. Es besteht aus männlich, weiblich, dann kommen die 4 Elemente. Die 4 Elemente kann ich zum Beispiel weiter untergliedern in Feuer, Wasser, Erde, Luft. Kann ich dann weiter untergliedern in ein loderndes Feuer vom Anfang, dann so ein mittleres strahlendes Feuer der Sonne, dann ein tiefes inneres Feuer der Erde. Und so kann ich das immer weiter feiner untergliedern. Das I Ching ist dann in 10.000 Sachen untergliedert eben und kann es dann immer weitergehen und dann genauer in Bereiche eingehen. Und wo wir uns befinden, ist eigentlich nur so die Oberfläche wie vom Meer, beziehungsweise wie die Benutzerfläche auf dem Computer. Ich kann da 10.000 Word-Dokumente anfangen und aufreihen. Das ändert ja nichts an meinem urprinzipiellen Betriebssystem. Wenn ich dann auf andere Ebene gehe, wird es viel effektiver. Wenn ich eben auf Betriebssystemebene gehe, auf Programmierebene beim Computer, da kann ich dann ganz andere Dinge viel mehr beeinflussen, wenn ich als oben auf der Oberfläche, wo ich dann einfach nur irgendwie Content schaffen kann, Informationen und ja, umso weiter runter, umso effektiver wird es eben. Und ja, das ist nur mal ein Thema, wo ich mir vorstellen wollte und wollte ein paar Videos unten drunter verlinken, wo ich für ganz gut halte, wo man sich unbedingt mal anschauen kann. Das Beste bleibt immer noch, einfach das selber zeichnen, probiert es mal aus.
ein bisschen heilige Geometrie zeichnen, die Blume des Lebens zum Beispiel, beziehungsweise Samen des Lebens erst, Blume des Lebens, Frucht des Lebens, die sich dann immer wieder weiter aufgliedert. Das ist eben so ein Thema, das mir ganz am Herzen liegt und wo man auch viel von der Welt dann einfach begreifen kann und Strukturen erkennen kann, immer wieder, wo man einfach ein eigenständiges, wirkliches Denken, du brauchst nichts, du brauchst keine Hilfsmittel, du brauchst nur rausgehen in die Natur, du kannst dir überall die Strukturen anschauen, es sind alles die gleichen Strukturen, basierend auf den gleichen Mustern und man kann sich daraus so viel mehr ziehen aus diesem Denken, wenn man das mal wirklich gelernt hat. Ja, schaut es euch mal an und ja, abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut, Leute. Ciao.